ist kein bisschen lukrativ. Nimm's mir nicht übel, aber das kann nicht funktionieren. So, wir gehen ins letzte Video des Tages rein. Und zwar schauen wir uns heute noch das neue Video an von dem lieben Celtics. Und zwar hat er ein Video hochgeladen. Ich habe illegale Money Glitches getestet. Ich glaube, es wird hier kriminell. Deswegen werden wir nicht lange zögern und wir gehen instant ins Video. Die Anzahl an Möglichkeiten im Internet, mit denen man entweder angeblich oder tatsächlich ganz schön viel Asche machen kann, sprießen gefühlt an jeder Ecke aus dem Boden. Sehr spezifische Strategien, um sich bestimmte Rahmenbedingungen zum Geldverdienen zunutze zu machen, sind auch unter dem Begriff Money Glitch bekannt. Manche davon legal, manche davon, sagen wir mal, Grauzone. Heute will ich einige Money Glitches austesten, erklären, worum es dabei geht und natürlich vor einigen Risiken warnen. Denn wie ihr euch sicher denken könnt, gibt es davon so einige. So knackt ihr jeden Snackautomaten. Ihr müsst da... Also die Videos mit diesen Codes eingeben, absoluter Scam, wer da drauf reinfällt, nimmt's mir nicht übel, aber der, euch könnte man auch einfach einen Stock im Wald verkaufen. Das ist so schlecht, das ist so, so schlecht. Es gibt bei diesen Automaten keine Codes, um free Sachen rauszubekommen. Es ist so. Gibt's nicht. Dafür einfach den folgenden Code eingeben, 2x R, 1, 5, 9, 8 und wieder R. Und bei 80% der Fällen kommt Geld raus. Also das wäre ja zu krass und vor allem illegal, wenn das wirklich funktionieren würde. Okay, das... Also ich sag euch ehrlich, das mit diesem Rückgeldding würde mich zu sehr verwundern, wenn es gehen würde, aber ich denke auf keinen Fall. Also ich bezweifle es. Warum sollte es auch gehen? Zweimal die R. 1, 5, 9, 8. Und dann nochmal die R. Nein, das ist absolut Scam, Digga. Spaß, das war natürlich geskriptet. 1, 5, 9, 8. Wer jetzt gedacht, funktioniert nix. Natürlich nicht. Bitte hört auf, so einen Scheiß für ein paar Klicks hochzuladen. Aber keine Sorge, wir werden natürlich im Laufe des Videos noch glaubwürdigere Money Glitches testen, die wirklich funktionieren sollen. Wie zum Beispiel der Zigarettenautomaten-Glitch. Bei diesem Glitch geht es darum, seltene Münzen zu finden, indem man einen Zigarettenautomaten sozusagen abused. Und das geht ganz einfach. Scheine in Münzen umtauschen. Wir brauchen ganz viele 2-Euro-Münzen, haben diese natürlich okay. Immer parat. Deswegen kann man auch am Zigarettenautomaten umtauschen. Zack. Und zack, hat man 5 Euro verloren und man kann sie sich als Rückgeld rausgeben. Das wär sau stark. So verliert man sein Geld innerhalb von Sekunden. Stark, Celtics. Der Automat hat natürlich eine begrenzte Anzahl an 2-Euro-Münzen. Deswegen müssen wir jetzt 2 2-Euro-Münzen markieren, dass wir checken, wann der Automat leer ist und wir schon quasi alle 2-Euro-Münzen in der Hand hatten. Diese beiden haben wir jetzt markiert. Ab in den Digga, ist das low. Also das finde ich echt low. Das finde ich auch absolut hobbylos. Nur um, sag ich mal, seltene 2-Euro-Münzen zu bekommen. Hä? Bruder. Also das finde ich so bodenlos hobbylos. Automaten. Und jetzt Rückgabe. No. Da ist schon eine markierte dabei. Oh, aber wir haben ganz, ganz krasse Symbole auf jeden Fall drauf. Also sieht super interessant aus, aber ich habe wirklich, wirklich gar keine Ahnung. Dann würde ich sagen, wir machen noch einen letzten Run. Wahrscheinlich ist dann die andere markierte Münze drin und dann sind wir durch mit dem Automaten. Ich weiß, also, es ist für mich null lukrativ. Hä? Sind doch nicht durch. Ist total random, oder? Komplett neue Münzen wieder. Wir haben den letzten Work aus 2023. Liberté, Egalité aus Frankreich, den 2001er Münze. Mecklenburg-Vorpommern 2024. Bayern 2012 und der Deutsche Adler. Damit wir hier vor Ort abchecken können, ob die Münzen was wert sind, gibt es eine spezielle App dafür, nämlich CoinSnap. Einfach hier die Bildseite fotografieren und nochmal die Rückseite. Und jetzt wird gescannt. Italien also, zwischen 2 bis 6,50 Euro. Ich glaube, wenn sie 6,50 Euro wert sein soll, dann sollte sie auch schon so mäßig Factory-ny sein. Weil ich glaube, in dem Zustand ist die für Sammler nicht so interessant. Wir checken. Digga, also nehmt sie nicht übel, aber das ist Quatsch. Das ist kompletter Quatsch. Guck mal die anderen Münzen ab. Nee, 1,97 Euro bis 2,96 Euro. 2 bis 7,46 Euro. Ah, ist sogar eine Jubiläumsmünze. 30 Jahre Fall der Berliner Mauer. Die nehmen wir auf jeden Fall mit.
Okay, die wird auch nichts wert sein. Das, was auf jeden Fall was wert sein könnte, ist, wie gesagt, diese 30 Jahre Berliner Mauer Münze. Mal gucken. Die Berliner Mauer Münze soll die einzige Münze sein, die einen höheren Wert hat. Und genau deswegen stellen wir sie jetzt im Internet rein. Solange wir auf einen Verkauf warten, schauen wir uns mal den nächsten Money Glitch an. Man denkt, man kann damit... Dann machst du mit einer Münze mal 3 Euro vielleicht, wenn es hochkommt, wenn es hochkommt. Sagen wir, du kannst diese 2 Euro Münze für 5 verkaufen. Dann hast du da eine Stunde an diesem Automat alle möglichen Dinger durchgedrückt für 3 Euro. Das ist kein bisschen lukrativ. Im ersten Blick komplett identisch. Das ist gerade wie, als würde ich den anderen Schuhkarton gerade nochmal aufmachen. Mein Plan ist es, die beiden Schuhe als Original zu verkaufen. Ein paar Stunden später, die entscheidende Mail ist angekommen. Auszahlung eingeleitet. Nike Dunk Low White Black, Size 9W, 135,72 €. Heute soll es aber nicht darum gehen, Fake-Sneaker zu SpaceX zu senden, sondern man kann anscheinend mit Fake-Sneaker, die gar nicht so perfekt gefaked sind, auch Geld machen. Und zwar eine Menge. Um das Ganze zu testen, habe ich auf einer bestimmten Plattform Replika Jordans gekauft. Beim Vergleichstest habe ich gemerkt, dass sie ziemlich identisch sind. Nur eine Sache ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera... Ich guck gerade. Die Dings sind... Die Nähte sind leicht anders. Und... Ja, nur die Nähte sind leicht anders. Kamera erkennt, aber wirklich der Grünton ist minimal dunkler beim... Ah ja, ah, ja, ich seh's. Also höchstwahrscheinlich nicht bei StockX durchgehen. Das Problem ist jetzt leider, die Scammer haben mittlerweile Methoden gefunden, wie sie auch das umgehen können. Nämlich sind sie ganz einfach auf Kleinanzeigen oder Vinted unterwegs. Zum Glück sind Käufer mittlerweile ein bisschen vorsichtiger geworden und fragen so gut wie immer nach Rechnungen. Nun gibt es leider das Problem, dass auch hier die Scammer Möglichkeiten gefunden haben, auch das zu umgehen. Ich hab hier erstmal so vor einem Jahr circa dann so angefangen, aktiver bei Planarbeit zu bestellen. Ja klar, die faken welche mit Photoshop-Rechnung. Das ist halt hardcore belastend. Weil du kannst halt so easy Rechnungen faken und... Ja gut, was willst du machen? Also erstmal für mich selber oder für Freunde und Familie. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Qualität eigentlich teilweise so gut ist, dass du es zwischen originalen Pieces gar nicht unterscheiden kannst. Das ist... Ein anonymer Zuschauer von mir. Er hat sich dazu bereit erklärt, mir zu erzählen, wie die Betrugsmaschen mittlerweile ablaufen. Und dann irgendwann bei diesen Pendelball-Bewertungen wurde immer für so einen Discord-Server geworfen. Und dann dachte ich so, okay, krass. Was hat... Auf gut Deutsch, der Bre verkauft hier illegal irgendwelche Schuhe. Schwierig. Bin ich ehrlich. Finde ich sehr, sehr verwerflich. Der da jetzt damit zu tun und da stand der Discord-Link drunter und dann irgendwie, dass man da sich Rechnungen faken kann. Wenn ich jetzt beispielsweise was von Balenciaga bestelle, dann steht ja auch die originale E-Mail von Balenciaga. Also die Rechnung kommt wirklich auf deine Mail von der Balenciaga-Mail? Genau, von der Balenciaga-Mail. Wie geht das? What the fuck? Und das ist halt ziemlich fucked up, weil Leute können es nicht unterscheiden, zwischen ob das jetzt echt oder fake ist und so. Oh mein Gott. Ja, das geht mit einem Bot, beziehungsweise mit einer virtuellen, ja... Man kann sich ein Tool bauen, was einfach E-Mails theoretisch emulieren kann. Und dann kommen die von den offiziellen Mails. Ah, ihr habt richtig gehört. Es gibt mittlerweile Fake-Rechnungsgeneratoren von allen möglichen großen Plattformen. Er konnte mir direkt zeigen, wie er eine Fake-Rechnung für den Jordan, den ich gekauft habe, generiert. Und es war nicht mal zeitaufwendig. Ein großer Disclaimer an der Stelle. Ich denke, ihr solltet wissen, dass ich euch das nicht zeige, damit ihr das nachmacht. Das hier ist natürlich nicht erlaubt und wird sehr schnell und hart bestraft. Also lasst bitte die Finger davon. Ich zeige euch diesen Glitch nur... Wichtige Aussage und ich finde es gut, dass es trotzdem zeigt, einfach um die Leute vor solchen Sachen zu bewahren. Damit ihr euch selbst vor sowas schützen könnt. So, was machen, wenn selbst die Rechnung kein Beweis für Echtheit ist? Erstens, ihr besorgt euch die Rechnung, speichert dann die Bestellnummer, dann geht ihr auf die Website und fragt den Kundensupport von dieser Website, ob die Bestellnummer richtig ist und zu diesem Schuh gehört. Zweitens, fragt den Verkäufer, ob er die angebotenen Schuhe auch auf seinem Account zeigen kann. Nicht nur als Mail, sondern auch als Bestellung auf seinem Account. Das ist nicht so einfach zu faken und deswegen könnt ihr auch das anfragen. Ja. Kommen wir auch direkt zum Ergebnis der Münze. Habe ich sie verkauft? Wir machen schnell, leider nicht. So besonders war sie leider doch nicht. Ich habe Kevin, der mich damals auf diesen Glitch aufmerksam gemacht hat, gefragt, ob man wirklich viel Geld mit dem Münzen-Game machen kann. Wenn man wirklich dauerhaft aktiv ist und von Automat zu Automat gehen... Digga, Kevin hat einfach Professional Setup. Junge, dieses Mikro zerstört mich. Und einfach hinten der Teddy, Junge, ist es. Würde, könnte man
Glück auch mal seltene, wertvolle Münzen kriegen. Aber eigentlich ist das eher eine Sache, die man nicht wegen des Geldes machen sollte, sondern einfach aus Spaß. Es ist also durchaus möglich, meine gute, wertvolle Münze zu bekommen. Also, wenn ich dieses Experiment gemacht habe, schaue ich mir jede Münze zweimal an. Schaut jetzt an der Stelle an den Ehrenmann Kevin, der mir hier geholfen hat. Link zu seinem Twitch unten in der Videobeschreibung. Fixed Matches, einer der interessantesten Money Glitches. Gibt es wirklich manipulierte Wetten? Der Influencer, Let's Big hier, ist auf jeden Fall der Meinung. Leute, verliert ihr auch immer bei Sportwetten? Dann checkt gerne die Telegram-Gruppe ab. Die Jungs haben Fixed Games im Fußballbereich. Es soll ganz einfach sein. Einfach der kostenlosen Telegram-Gruppe beitreten, auf einen Tipp warten und den Typen dann anschreiben, dass man diesen kaufen möchte. Genau das habe ich auch gemacht und jetzt haltet euch fest, so viel kostet der Tipp. 300 Euro. Sorry. Bank oder Krypto? Ja, schieb's mir noch per Bitcoins rüber, oder? Damit man es gar nicht nachverfolgen kann und dein Geld instant weg ist. Uff. Menge Geld und auch sehr riskant, aber wäre auch sehr, sehr rentabel, wenn ich wirklich damit Geld machen könnte, oder? Also habe ich das Geld überwiesen in der Hoffnung, dass ich auch ein Ergebnis bekomme und tatsächlich kam auch schon direkt nach der Überweisung der Tipp. Solange wir auf den Anpfiff warten, kommen wir zum nächsten Money Glitch. Es geht um ganz, ganz viel kostenloses Essen. Lieferando schmeckt. Ich habe die Methode gekauft, um zu gucken, was dahinter steckt und tatsächlich funktioniert sie auch wirklich. Allerdings super illegal. Man wird auf eine Plattform weitergeleitet, wo man Zugriff auf wahrscheinlich geklaute oder gehackte Mailadressen bekommt. Man hofft dann, dass auf den E-Mail-Adressen ein Lieferando-Account erstellt wurde. So kann man dann einfach das Passwort zurücksetzen und in den Account rein. Jetzt geht es darum abzuchecken, ob der gehackte Lieferando-Account eine Standardzahlungsmethode hinterlegt hat. Das Problem ist, dass bei vielen Lieferando-Accounts PayPal schon hinterlegt ist. Boah, deswegen hinterlege ich das nie. Deswegen hinterlege ich das nie. Und das ist so ehrenlos. Das ist so, so ehrenlos, wer sowas macht. Schmott in der Hölle. Ich finde das so gottlos. Einfach so Accounts rippen und dann da auf den ihr Nackenessen bestellen. Wahrscheinlich schon nach der ersten Bestellung. Oder ich hoffe, ihr bestellt auch noch zu euch nach Hause, dass man direkt eure Adresse hat. Also das geht super einfach und deswegen muss man, wenn man dann was bestellen möchte, nichts mehr bestätigen. Und so kann man quasi kostenlos Essen bestellen. Deswegen nehme ich das hier auch rein, nicht damit ihr es nachmacht, das ist super illegal, macht sowas nicht. Großes Achtung, erstens, bitte checkt ab, ob ihr ein gescheites, gutes Passwort für eure Mailadresse habt. Zweitens, guckt mal nach, ob ihr euer PayPal auf eurem Lieferando-Account hinterlegt habt. Ich habe selbst bei meiner Lieferando-App geguckt, bei mir war PayPal hinterlegt. Das heißt, wenn jemand Zugang bekommen hätte, wäre mir genau das passiert und das wäre natürlich nicht so gut. Das Ding ist durch. 1-0, 87. Minute. Noch ein paar Minuten, aber ich denke nicht, dass es noch ein 2-1 wird. 1-0, das heißt Wettschein verloren, das heißt 400 Euro weg. Ich sag euch ehrlich, so eine ganz, ganz kleine Hoffnung hatte ich schon. Ich frage mich, was jetzt passiert. Ja, was soll ich euch sagen? Ich wurde direkt nach dem Spiel von der Gruppe verbannt und habe nie wieder was von dem Typen gehört. Eine Frage habe ich euch noch gestellt. Die ganzen Informationen von den Usern sahen gar nicht so gefälscht aus und anscheinend hat es wirklich bei einigen Leuten geklappt, dass sie mit diesen Fixed-Wetten Geld machen konnten. Dann habe ich eins und eins zusammengezählt und schnell wurde mir bewusst, wie dieses ganze Schema läuft. Es ist ganz einfach, der Typ schreibt einfach den ganzen Leuten andere Ergebnisse und dann wird ja schon was dabei sein. Oh Mann, warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Minus 400 Euro, das Geld bekomme ich nicht so schnell wieder zusammen, deswegen müsst ihr ein Like und ein Abo da lassen. 50% haben leider noch nicht abonniert, deswegen wäre es sehr... Deswegen geht man in so Sachen auch einfach nicht rein. Es ist so... Also Fixed Games sind so... Nimm's mir nicht übel, aber das kann nicht funktionieren. Und auch generell bei allen Methoden, die in dem Video waren. Ich find's irgendwie hardcore respektlos, dieses Video, ich weiß nicht. Ich find es so bodenlose Glitches. Sehr cool, wenn ihr mal nachgucken könntet, das würde mich sehr supporten. Jetzt machen wir aber weiter mit dem nächsten Money Glitch. Bleiben wir mal beim Thema Sportwetten. Dieser Money Glitch soll wirklich funktionieren, hat er auch in den letzten Jahren. Es geht natürlich um Matchbetting. Man spielt mit dem Bonus. Ja, Matchbetting kennt man. Fand ich schon letztes Mal scheiße, dass dafür Werbung gemacht wurde. Auch in dem Video finde ich es echt scheiße, dass dafür Werbung gemacht wird. Ich spreche mich ganz, ganz doll gegen Matchbetting aus. Matchbetting ist darauf auch ausgezielt, dass ihr irgendwann euer Geld da reinballert. Es ist einfach so. Ihr werdet da drin Geld verbrennen und ihr werdet damit nicht glücklich auf Dauer. Ihr werdet mehr Geld rein investieren auf Langzeit. Sobald ihr einmal einen Account dort habt, fällt es euch viel, viel leichter, der Geld einzuzahlen und selber mal zu wetten. Abgesehen von Matchbetting.
Bonus der Wettbuchmacher wie Tipico, NetBet, Bwin. Und einige Leute haben in den Kommentaren geschrieben, dass ich das mal dieses Jahr testen soll, weil das letzte Mal, dass ich das wirklich getestet habe, ist 3-4 Jahre her. Problem ist leider, ich habe schon so gut wie alle Bonis der Wettbuchmacher genutzt und deswegen muss ich eine andere Person fragen, ob sie von null aus starten kann, damit man ein authentisches Ergebnis bekommt. Das ist mein Mitarbeiter Bobby. Seine Aufgabe war es, 10 Tage Matchbetting auszuprobieren und seine Ergebnisse genau zu dokumentieren, um zu gucken, ob man heutzutage noch damit Bobby Army. Und tatsächlich hat er in der Zeit knapp 200 Euro Profit erwirtschaften können. Es würde aber ehrlicherweise den Rahmen des Videos sprengen, detailliert zu erklären, wie das funktioniert, da ich das alles schon vor ein paar Jahren gemacht habe. Aber für alle, die das jetzt easy nachmachen wollen, haben wir für euch ein updated Tutorial-Video erstellt, wie Bobby davor gegangen ist. Link vom Video ist in der Beschreibung, einfach Step-by-Step befolgen, alles kostenlos. Matchbetting ist meiner Meinung nach wirklich ein Money-Glitch. Man kann zwar nicht so übelst reich damit werden, aber man kann wirklich Geld aus dem Boden stampfen. Aber man muss auf jeden Fall bedenken, dass man sorgfältig arbeiten muss. Man muss wirklich mit Tabellen arbeiten, man muss wirklich genau die richtigen Quoten einsetzen, sonst kann man auch Geld verlieren. Darauf müsst ihr achten, aber ansonsten ist das eigentlich clean und vor allem auch legal. Das war's auch schon mit... Ja, wie gesagt, ich feier's nicht. Ich würde euch bitten, das zu lassen. Kommentiert auch gerne mal bei Celtics, wenn ihr es auch kacke findet. Ich finde es... weiß nicht, Matchbetting finde ich einfach bodenlos. Da werden viele Leute einfach ihr Geld verbrennen und das so zu verharmlosen, finde ich scheiße. Trotzdem, war ganz unterhaltsames Video. Ein paar Sachen waren ehrenlos, bin ich ehrlich. Und ein paar Sachen, ja, ob die jetzt hier mit den Münzen und mit dem Code am Anfang, war quatschig.